herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem queeren Podcast aus München für Deutschland. Anders als sonst sind wir diesmal nicht nur zu hören, sondern man kann uns auch sehen. Vielen lieben Dank an das Sub an dieser Stelle, dass wir wieder hier aufzeichnen können in den heiligen Hallen des Sub. In unserem Podcast haben wir immer Gäste zu Gast und mit diesen Gästen sprechen wir über alle möglichen Themen, die wir für spannend, witzig, relevant und interessant finden und so auch diesmal. Und wir freuen uns außerordentlich, die wunderbare, wunderschöne, glamouröse Chris Black begrüßen zu dürfen. Hallo Chris, grüß Hi. Dich. Hi. Danke, dass ich hier sein darf. Bei Tun euch. Wir mal so, als gäbe es Menschen, die würden dich nicht kennen. Magst du ein, zwei Sätze über dich sagen, wer du so bist, was du so machst? Also, wie du schon erwähnt hast, Chris Black, Drag Queen aus München und also gar nicht mehr so neu, aber ja, einfach Entertainerin und auch hier im Sub ab und an tätig, wenn es denn wieder möglich ist, mit unserer Gruppe Drink and Drag, die einmal im Monat stattfindet. Jeden Sonntag ist das immer, gell? Das ist also jeden dritten Sonntag. Jeden dritten Sonntag, ja. Genau. Das ist immer sehr schön. Wir haben uns zum Start überlegt, dass wir wieder unsere kleine Mythen- und Klischee-Runde drehen, sprich der Curtis. Lies mal eine Liste von Klischees vor und du sagst, ja, stimmt, stimmt nicht. Mal gucken, welche Klischees wahr sind und nicht, welche nicht, Curtis. Genau. Also wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Einfach kurz kommentieren, wenn dir was dazu einfällt. Und wenn nicht, denkst du einfach was aus. Drags wären lieber Frauen. Nein. Drags binden sich die Eier weg. Manchmal. Bindest du dir die Eier weg? Manchmal. Okay. Nur Männer können gute Drags sein. Nein, auf gar keinen Fall. Gibt es weibliche? Ja. Kennst du welche? Ja. Aus München? Ja. Drags verführen Heteros. Nein, nicht immer. Also selten. Schade eigentlich. Drags sagen immer Darling und Schätzchen. Oft ja, aber wir erfinden auch gerne unsere eigenen Worte. Okay, zum Beispiel? Herzchen oder Spazi. Und okay. Es gibt noch eine ganze Palette an Wörtern, okay, die wir gerne verwenden. Drags. Sklave ist vielleicht auch so ein Wort. Das hat immer was Kleinmachendes, ne? Ja. Drags lästern, wenn sie bloß den Mund aufmachen. Manche von uns, ja. Das war schon. Uns sind gar nicht so viele Klischees eingefallen, mussten wir zugeben. Es gibt wohl, oder gibt es ein Klischee, das dich total nervt, auf das du immer wieder stößt? Also eher diese Frage, ob man denn eine Frau sein möchte, wirklich. Hm. Das ist jetzt auch nicht unbedingt nervend, aber da merkt man, da fehlt noch so ein bisschen Verständnis für das ganze Thema. Und das ist, ja, man möchte halt nicht eine Frau sein, man möchte eine Frau verkörpern. Und das ist auch das ganz Schöne, was ich mal gehört habe schon, und das stimmt wirklich. Man will ja auch nicht aussehen wie eine echte Frau, sondern malt sich an wie so ein Comicbild von einer Frau, um damit zu unterhalten und Freude reinzubringen in das Ganze. Was würdest du sagen, macht dann eine gute Drag Queen aus? Was ist so das Kernelement des Drags? Das alles nicht zu ernst zu nehmen und einfach nur Spaß dran zu haben. Und dann läuft das Ganze von allein. Deswegen haben Drags dann auch meistens irgendwie so witzige Namen, zumindest in München. Genau. Bei dir, der volle Name ist ja Chris Black. Wie kamst du zu dem Namen? Der ist jetzt ja, der ist jetzt nicht witzig, der ist mehr so ein Künstlername, ne? Genau. Also für mich ist es immer so, wenn man ein Wortspiel als Namen hat, was ganz viele Drag Queens eben haben, dann verbinde ich das eben auch, dass das so eine Art Comedy Queen ist. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen Schubladendenken ist, aber da erwartet man einfach sehr, dass sie witzig ist und so. Und das, am Anfang habe ich mich da noch nicht so drin gesehen und deswegen habe ich mir da eher den Namen gegeben, Chris Black eben. Und Chris kommt auch von meinem echten Namen und
Black ist dann so wie das kleine Schwarze. Klein, süß, elegant und jeder sollte eins haben. So ein bisschen kinky. Ja. Spannend, du sagst, am Anfang wolltest du so nicht sein. Das klingt so, als wäre es jetzt anders. Was war denn diese Entwicklung? Wie wolltest du dort denn am Anfang sein und wie bist du jetzt? Also ich wollte schon so sein und habe mir das aber nicht so zugetraut, dass ich, oder habe teilweise auch immer noch Probleme damit, so, dass ich glaube, nicht so super spontan zu sein oder witzig und so. Das ist so eine kleine Stimme im Kopf manchmal, die man immer wieder wegschubsen muss. So, nein, das schaffst du schon. Mhm. Und ja, das ist bei jedem einfach so ein Entwicklungsprozess, dass man da lockerer bei wird und sich dann denkt, doch, das funktioniert doch eigentlich schon gut. Wie hast du das Drag für dich entdeckt? Wie kamst du drauf, dir jetzt Frauenklamotten anzuziehen, dich zu schminken? Wo waren da so deine Anfänge? Also das war bei mir so eine ganz klassische Geschichte. Man möchte ein Halloween-Kostüm einfach machen. Und dann habe ich da schon in dem August vorher eben angefangen, mir die Sachen zu kaufen, so die absoluten Basics. Das ist für mich heute so, oh, ganz süß, ganz wenig nur. Und wollte da schon ein bisschen üben vorher und habe immer mehr gemerkt, okay, das macht wirklich Spaß und eigentlich will ich es nicht nur ein- oder zweimal im Jahr machen, so Fasching und Halloween, sondern einfach öfter und dann probiert man sich immer mehr aus und ja, genau. Entwickelt sich so weiter. Ja. Ich habe dich, also ich kenne dich ja auch als Privatmensch und ich habe so überlegt gerade, wen treffe ich eigentlich häufiger? Chris oder den Privatmensch? Wie ist es eigentlich? Also wie häufig bist du als Chris in der Szene unterwegs? Außerhalb Corona-Zeiten. Ja. Da mindestens einmal im Monat, also wenn ich sonst wirklich nicht dazukomme, dann eben Drink and Drag üblicherweise und dann, was sich eben noch so ergibt. Und ich nehme mit, was mir angeboten wird, so wie heute auch, dass ich sage, ich werfe mich in Schale und ja. Wie sieht dann so ein, also so ein prototypischer, gibt es nicht, ist klar, aber so ein Tag aus, klar, schminken, du hast dich jetzt ja eben hier geschminkt. Wie lange hast du gebraucht? So circa 2 Stunden. 2-3 Stunden? So entspannte 2 Stunden. Ja. Und dann fährst du Taxi, fährst du U-Bahn, lässt du dich fahren? Das ist unterschiedlich, je nachdem, was so ansteht. Und wenn was getrunken wird, was meistens der Fall ist natürlich, dann schon nicht mit dem Auto selber fahren. Und dann entweder lasse ich mich fahren oder fahre mit einem Taxi oder Alternativen. Öffentliche eher weniger, muss ich sagen. Das habe ich gemacht am CSD zum Beispiel, weil da ist von dem kompletten Tag her eine ganz andere Stimmung schon von Grund auf da. Und ja, aber so, ich wohne halt auch ein bisschen außerhalb, also eher am Stadtrand von München. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen doof, das so zu denken, aber dann traut man sich doch nicht so, mit der S-Bahn zu fahren. Oder man hat es halt nicht unter Kontrolle, wie die Leute so reagieren. Ne? Genau. Was sind denn so die Reaktionen, die du, also aus der Szene glaube ich sehr, also jedes Mal, wenn ich dich sehe, sage ich immer, wow, bist du schön. Ich denke schon immer, was für ein Schleimer bist du eigentlich. Wir wollen das alle hören. Das können wir gar nicht oft genug hören. Ist das für eine Drag Queen am Ende nur noch Summen im Ohr, weil es ist immer dasselbe oder freut man sich da noch? Nein, also ich freue mich da wirklich über jedes einzelne Mal, wenn ich das höre. Alles klar. Und man kann ja auch schon unterscheiden, ist es jetzt ernst gemeint oder nur so dahingesagt. Hm. Ja. Ja. Bekommst du auch Komplimente von, also gut, S-Bahn verstehe ich total, ja? Aber so auf der Straße von mal so Heteros, die vorbeilaufen, von so Männern oder Frauen? Ja, das gibt es auf jeden Fall auch, dass man angesprochen wird und oh, das sieht ja toll aus und wenn sie das nicht kennen, dann ist es noch eigentlich umso besser, weil man da dann merkt, dass mehr Akzeptanz auch dabei ist. Ja. Und die Frauen wollen wahrscheinlich wissen, wie du das machst auch, ne? Teilweise ja, dann ist nur bei mir die Antwort, also
Herzchen, schmink dich bitte nicht so wie ich. Weil es ist auch natürlich, man mit einer Freundin mal probiert man das dann aus. Diese Freundin, es tut mir so leid. Sie sah leider aus wie so eine osteuropäische Prostituierte. Weil, nee, dieses Make-up ist wirklich nicht für Frauen im Gesicht geeignet. Außer man möchte es natürlich. Also dann, bitte, habt Spaß dran. Wie lange hast du denn üben müssen, um das Make-up, so wie es jetzt ist, hinzubekommen? Also wir drei haben es ja auch mal an verschiedenen Abenden versucht. Das ist ganz schön schwer. Ja, und das ist auch ein Prozess, der nie aufhört. Also man entwickelt sich immer weiter. Und zum Beispiel auf meinem Instagram-Account habe ich auch ganz weit unten so meine Anfänge eben. Und wenn ich mir die anschaue teilweise, denke ich mir, oh Gottes Willen, wie konntest du das denn da machen? Und dann, ja, weil das gehört komplett dazu, zu diesem Prozess. Es gibt auch Leute, die eben diese Anfangsbilder rausnehmen, ja, weil sie sich denken so, eben, das sieht komplett furchtbar aus und weg damit. Aber ich lasse sie eben drin, weil das gehört auch mit zu dieser Kunst dazu oder überhaupt zur Kunst, dass man sich denkt, wenn man ein, zwei Jahre zurückblickt, würde ich heute gar nicht so machen. Und nur dann kann man sich weiterentwickeln. Mhm. Und es findet jedes einzelne Mal statt, dass man immer wieder mal was Neues ausprobiert. Und ja, deswegen würde ich sagen, höre ich damit nie auf. Ja. Geben sich die Drag Queens untereinander Schminktipps oder kritisiert ihr euch oder zerreicht euch dann lieber das Maul, wenn ihr sagt, hier, guck mal die an, wie die heute wieder angemalt ist, oder? Das kommt ganz drauf an, wer das ist. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch schon Schminktipps von anderen Queens bekommen, habe die herzlich angenommen. Bei anderen Stellen habe ich mir dann eher gedacht, so, nee, das bin nicht ganz so ich und dann mache ich das nicht so. Aber ja, wir helfen uns auf jeden Fall gegenseitig. Und ich finde, hier in München ist es auch wirklich sehr mit Herz gegenüber den anderen. Also wir zerreißen uns nicht so, wie man es vielleicht in anderen Städten hört. Und ja, unterstützen uns, geben uns Tipps oder sagen so, hey, ich habe das jetzt neu entdeckt für mich und das finde ich total super, könnt ihr auch mal ausprobieren. Ja, ja, wir hatten vorhin einmal so diesen Spruch, jede Stadt bekommt die Drag Queens, die sie verdient. Ja? Also einfach aus der Gedanken raus, ich sag, in Berlin sind die ja schon eine ganze Menge frecher als hier, die Drag Queens, so mein Empfinden. Und hier in München sind die Drag Queens ja irgendwie alle voll freundlich, voll nett, fast alle. Und ihr wisst jetzt nicht, wen ich meine. Und also nehmt ihr das von innen auch so wahr, dass das eigentlich schon eine ganz freundliche Menge an Menschen ist? Würde ich schon sagen. Also frech sind wir natürlich auch, auf unsere Art würde ich mal schon behaupten. Und für mich ist das, glaube ich, eher so eine ganz grundsätzliche Einstellung, weil es gibt nicht umsonst den Begriff Berliner Schnauze. Ne? Ja. Also das sind auch, sage ich jetzt mal, ja, also Heteros, die nichts mit der Drag-Szene zu tun haben, die sind ja auch schon nicht gerade zurückhaltend mit ihrer Meinung. Und es, das ist bekannt und dann, man muss es natürlich ein bisschen steigern einfach. Weil das gehört so mit dazu, dass man eben ein bisschen provoziert und ja. Gibt es da irgendwas, was du gerne mal ausprobieren würdest im Sinne von Provokation, was du dich bisher aber noch nicht so richtig getraut hast? Also ich gehe da schon immer wieder mal so ein Stück weiter und man merkt einfach, dass wenn man sich so das Zeug ins Gesicht haut und einen Mob noch aufsetzt, dann hat man eine gewisse Narrenfreiheit und dann testet man immer wieder so Grenzen aus. Und klar, bei Leuten, die man kennt, ist es nochmal was komplett anderes. Da ist es sowieso gegeben. Aber ja, bei komplett fremden Menschen merkt man auch immer mehr, dass es eher wirklich in einem Lachen ausartet, als dass sie das einem übel nehmen könnten, wenn man jetzt wirklich besonders frech war oder sehr nahe gegangen ist. Weil da wird es von vornherein schon gesehen, das ist Humor einfach. Und wenn ich das jetzt ohne das alles machen würde, damit würde ich nie so durchkommen.
Ich erinnere mich, wir hatten mal ein Gespräch, da hatte ich, da hattest du mir mal so erzählt, dass du auch den Wunsch hast, für die Community auch ein bisschen da zu sein. Ja. Auch da ein bisschen zu supporten. Und da hilft dir natürlich auch genau diese Sichtbarkeit und diese Leuchtturmfunktion, die man als Track-Person hat. Machst du da, das kann man, dieses für die Community da sein, das kann man ja auf verschiedenste Weisen machen. Man kann ja einfach nur da sein, den Leuten zuhören, so ein bisschen so der Schwestern-Ansatz. Was ist denn dein Ansatz? Wie machst denn du das? Also ich versuche wirklich sehr offen auf verschiedene Menschen zuzugehen und eben alle Fragen, die sie haben, zu beantworten. Also so wie heute. Und damit für so eine gewisse Aufklärung zu sorgen, dass... Also ich habe das auch schon in einem privateren Kreis mal erlebt, als so eine private Halloween-Party war. Da war jemand, dem war das komplett fremd alles und der wusste gar nichts damit anzufangen und dem war das auch ein bisschen unangenehm anfangs, habe ich gemerkt. Dann habe ich da auch das Gespräch wirklich aktiv gesucht und ihm alles erklärt, was er einfach wissen wollte und das komplett ohne ihm irgendeine Frage übel zu nehmen. Und das muss man eben auch so ein bisschen im Kopf behalten. Manche Fragen sind für einen selber vielleicht komisch oder unangenehm, aber die Person weiß es eben nicht anders. Und dann dahingehend so dafür zu sorgen, Verständnis aufzubauen und dann kann man eben auch sagen, eigentlich ist die Frage jetzt echt nicht okay, aber ich erkläre dir mal, warum. Und dadurch wird auch so eine Sensibilität aufgebaut. Aber klar, man kann dann auch noch ganz andere Wege gehen, wie Robin Ring und Sabine Maultäschle, die für die SAG arbeiten zum Beispiel. Ja. Das hatte ich auch lange im Kopf, dass ich dahingehend was machen will, aber natürlich will man da nicht irgendjemand was streitig machen oder so. Also sowas habe ich mir anfangs mal vorgestellt, mit so einer Gruppe zusammen und dann damit visuell erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann durch diese Aufklärung. Bist du quasi in so einer Art Botschafterrolle zwischen queerer Szene und vielleicht auch interessierten Heteros? Genau. Du hast vorhin gesagt, diese Art von Künstler bin ich nicht oder von Kunst ist nicht so deins. Machst du auch so künstlerische, also machst du auch Bühnenprogramme oder sowas in der Richtung? Kann man dich da auch sehen? Oder bist du nicht diese Art von Drag? Doch, ich bin wahnsinnig gern auf der Bühne und versuche da immer mehr auch hinzugelangen, dass ich immer mehr auf der Bühne mal stehen kann, was momentan natürlich schwierig ist. Und das hat leider eben damit auch abgerissen mit diesen ganzen Shutdowns und Bars sind geschlossen und so. Weil ich eben kurz bevor das alles war, war ich so dabei, immer mehr Kontakte zu knüpfen, dass ich eben mal auf einer Bühne stehen kann, weil das merke ich auch, das genieße ich total. Das war am Anfang nämlich von mir dieses romantische Bild. Aha, und man kann da was in der Szene bewegen und für mehr Akzeptanz einstehen, aber ich merke natürlich, die Entertainerin in mir möchte auch ausbrechen. Was wäre so der Traum eines perfekten Abends für dich? Wo würdest du gerne auftreten? Was für ein Programm würdest du bieten wollen? Was ist so das große Ziel, was du sagen würdest, wenn ich da stehe, habe ich es erreicht? Das gibt es so für mich gar nicht, muss ich sagen. Also einfach wirklich, ob diese Bühne klein oder groß ist, ist egal, wo sie ist, ist eigentlich auch egal. Hauptsache genau die Menschen, die da sind, sagen, du hast mich unterhalten und es hat mir Spaß gemacht, dir zuzusehen. Also, und genau das ist einfach das einzige Ziel, das ich dabei habe, dass die Leute wirklich sagen, das war einfach toll, dabei zuzusehen und langweilen sich nicht. Ja. Wie gehst du an so eine Show ran? Was hast du so dir vorgegebene Witze, Jokes gemacht oder passt du das Ganze auf dein Publikum an? Also in der Regel sind es eben so Lip-Sync-Auftritte eher, die ich mache. Und weil an Comedy traue ich mich noch nicht so ran, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal.
Und ja, da hört man erstmal wochenlang genau die Lieder, die man dann plant zu performen, bis sie irgendwann einfach einen nerven und man sich denkt, ich will es eigentlich gar nicht mehr hören, aber man tut es trotzdem und denkt sich dann da schon einzelne Stationen aus, da möchte ich zumindest ankommen, so von der Performance her. Und genau in dem Moment kann ich das machen, aber was dann so dazwischen passiert, lasse ich mir erstmal offen. Und ja, hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. So. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe dich Lip-Sync jetzt nur einmal machen sehen, das war, glaube ich, Maikönigin. Nee, nicht Drag Race. Drag genau, Race. Das war mein erster Auftritt. Gell, das da war ich erst ganz jungfräulich. Ja, ich erinnere mich. Ich bin von Anfang an mit dabei, merke ich gerade. Ja. Du hast ja gerade, also dir ist diese Bühnen, dieses, die Menschen berühren, unterhalten, total wichtig. Jetzt haben wir ja Corona. Wie gehst du damit um? Versuchst du dir da einen digitalen Seitenkanal aufzubauen? Oder ist Chris meistens in der Schublade? Leider meistens eher in der Schublade, aber dank der Drink-and-Drag-Schwestern, also meine Schwestern im Geiste, mit denen machen wir gerne ab und an mal Videos, wenn wir mal alle Zeit haben und einigen uns da auf so ein Lied, wo wir dann selber ein Lip-Sync zu machen oder 2 bis 3 Aufnahmen davon sogar. Und unsere Außenministerin, die Betty Pearl aus Kufstein, die schneidet uns dann alles freundlicherweise zusammen und dann kommen da einfach ganz tolle Videos bei rum. Habe ich schon gesehen, ja. Das heißt, ihr seid da auch gut vernetzt. Wer ist da so alles mit dabei? Wer wirkt da dran mit meistens? Also hauptsächlich sind es dann eben Betty Pearl, Tiffy Talle, Daphne Ryan und ich. So die Vierergruppe, die in den meisten Fällen mit dabei ist. Und jetzt fürs neue Jahr haben wir auch ein Video gemacht, wo wir ganz viele Queens aus München mit eingeladen haben. Wollt ihr nicht mitmachen? Habt ihr Lust? Und da war wirklich die Resonanz auch echt groß, dass da auch Leute, die gar nicht bei Drink and Drag mitmachen oder nicht mehr mitmachen, haben da trotzdem ihre Clips gedreht und eingesendet und es war echt total toll und hat viel Spaß gemacht. Ich habe gerade versucht, im Geiste zu zählen, wie viele Drags es in München gibt. Ich muss feststellen, es sind viele. Ja, und es sind vor allem wirklich viel mehr geworden. Ja. Kennst du alle? Alle nicht, weil dafür sind es echt viele schon. Aber natürlich läuft man sich mal auch über den Weg oder ja, dann sind es so. Man kennt sich eben vom Sehen und plaudert da ein bisschen und mit anderen dann eben mehr Kontakt. Also. Hast du eine Idee, warum? Also mein Gefühl ist, ich bin vor 10 Jahren oder so nach München gezogen, da waren es noch nicht so viele wie jetzt, es werden irgendwie mehr. Hast du eine Idee, warum das jetzt so ist? Ist das einfach gerade Mode oder geht das jetzt mehr als früher? Also als Mode würde ich und will ich es auch gar nicht bezeichnen, weil ich hoffe, das bleibt eher so, dass es immer mehr werden. Weil dadurch wird das Ganze noch bunter und noch vielfältiger. Aber gerade Sachen wie RuPaul's Drag Race, also die amerikanische Show, helfen ungemein, dass die Leute da immer mehr Interesse auch entwickeln. Also das war auch mit ein Grund, warum ich das mich überhaupt getraut habe anzufangen. Und weil man da schon viel mehr mitbekommt davon. Und also dann kommen auch deutsche Shows eben, wie Queens of Drag oder Queen of Drags, die jetzt Heidi Klum ja auch gemacht hat schon. Und also das Thema wird an sich immer präsenter und dadurch fangen auch immer mehr damit an. Weil wenn man dann so ein bisschen in die Geschichte guckt, in den 80er, 90er Jahren, als die Szene auf der ganzen Welt schon allgemein Probleme hatte, sowieso, da war das für die Drags auch überhaupt nicht einfach.
teilweise galten die da wirklich als Witzfigur und wurden überhaupt nicht ernst genommen für das, was sie da tun. Und da ist jetzt ein kompletter Wendepunkt gerade da. Also quasi früher die Sonderlinge und heute irgendwie so schon die Leuchttürme der Szene. Also so nehme ich es zum Beispiel immer wahr. Also ich freue mich immer unglaublich. Das war tatsächlich, als ich nach München gezogen bin und zum ersten Mal in einer, ich weiß nicht mehr wo es war, im Ochsengarten, eine Drag Queen vor mir stand und ich ja so als Landpomeranze diese Drag Queen sah und dachte, wow, ich bin in der Großstadt. Das war für mich, dass die Inkarnation der schwul lebenden Großstadt waren. Für mich die Drag Queens. Also ganz wichtig, quasi das Kondensat der Szene sozusagen. Gut, bevor ich jetzt noch weitere Bilder suche. Was würdest du jetzt, wenn dieser Lockdown rum ist und es die Menschen nach draußen drängt und manche mal was Neues ausprobieren wollen und sagen, ich mache jetzt Drag. Was würdest du denen denn raten? Wie fängt man am besten an? Was sollte man nicht tun? Wem sollte man das? Hast du irgendwelche Ratschläge für die? Einfach ausprobieren und üben und das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Das ist so das Allerwichtigste, dass man das Ganze wirklich nicht ernst nehmen kann, nicht ernst nehmen sollte. Und auch trauen erstmal, das ist das Allerwichtigste. Ich wollte gerade vorher, also eigentlich geht es hauptsächlich darum, es dann auch durchzuziehen, also eher, zieh es lieber eher mal durch, als perfektionistisch zu sein. Genau. Okay. Und was da vielleicht auch helfen kann, ist, dass man vielleicht eben so an Fasching erstmal rausgeht. Also Fasching ist eher witziger als Halloween, deswegen denke ich mal, kann man da eher mal so sein erstes Rausgehen probieren. Mhm. Und also bei mir war es eigentlich eher für einen Welt-AIDS-Tag, wo ich das erste Mal draußen war. Aber vielleicht funktioniert es für jemand anderen eben an Fasching besser, weil man da mal ein witzigeres Kostüm machen kann und da dann, wenn irgendwas mal nicht ganz perfekt gelaufen ist, ist es nicht ganz so tragisch. Wenn du in Drag unterwegs bist, also gehen wir wieder von besseren Zeiten aus, und du wirst von jemandem angemacht, wie ernst nimmst du das? Gehst du auf sowas ein oder sagst du eher, du Schatz, das ist hier nur meine Partyfassade, lass uns mal treffen, wenn andere Bedingungen herrschen. Wie gehst du damit um? Am Anfang erstmal natürlich so ein bisschen spielerisch flirten, weil wer mag das nicht, dass man angeflirtet wird, also ganz ehrlich. Aber ja, wenn man dann merkt, okay, der meint das jetzt gerade wirklich ernst, dann würde ich da schon sagen, so, das ist für mich nichts. Wenn dir das gefällt, dann ist das schön, aber da musst du leider jemand anderen finden als mich. Also kein Sex im Drag? Nein. Nein. Nicht in das ist für mich was komplett Abturnendes. Okay. Sexueller Hinsicht. Also, nee, das nicht. Ich bin gerne ein Mann und habe gerne als Mann Sex, aber nicht als Kunstfigur. Aber ist es dir schon mal passiert, dass du wirklich von jemandem für eine Frau gehalten wurdest? Weil du bist ja schon. Das funktioniert ja schon gut, so feminin. Ne? Ja. Ja. Also, ja, da war es aber dunkel. Okay. Oh, was? Ja. Auf der Straße. Ah ja, klar, ne? Genau, Straße, also einfach dunkel, so ist schon klar, worum es an der Dönerbude vorbeilaufen und dann erntet man schon Blicke, wo man dann auch manchmal wirklich dann sieht, dass sie sich fragen, ja oder nein? Soll ich oder nicht? Und, ja. Hast du da schon mal so was richtig Blödes erlebt, dass du da in eine ganz dumme Situation geraten bist? Nee, ich Gott sei Dank noch gar nicht. Mhm. Und gab es auf der anderen Seite so eine Situation, wo du sagst, boah, das war so Hammer, so irgendwie kleines Kind, das sich völlig fasziniert am CSD angeschaut hat oder irgend sowas, was so wirklich dein Herz ergriffen hat? Ja, also das war total toll. Einmal beim CSD eben, wie du sagst, auf dem Weg dahin. Von mir zu Hause von Solln aus sind wir mit dem Bus gefahren zur U-Bahn und da war dann in dem Bus ein kleines Mädchen und die hat mich auch erst gar nicht getraut anzusprechen und ich habe nur so mit einem halben Ohr gehört,
dass die Mutter gesagt hat, ja, da musst du selber hingehen und fragen. Und das fand ich schon sehr cool von dieser Mutter, mhm. dass die da gesagt hat, nee, ich frag da nicht, das musst du selber tun. Und dann kam die wirklich an und hat mir eben so Fragen gestellt. Erstmal, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh. Gute Frage. Dann habe ich eben so gesagt, also eigentlich bin ich ein Junge. Und dann, aber wenn man sich dann so anzieht, das nennt man Drag. Und dann war die total fasziniert davon und hat dann nur gesagt, oh, ich finde es so toll, wie du aussiehst und mit dem Glitzer. Und das hat mich wirklich sehr berührt, dass dann wirklich, die war 8 oder 9 so in dem Dreh rum und dass die da kommt und auch einem so ein positives Gefühl gibt. Das, wie ist denn das, gibt es ein Outing als Drag gegenüber Familie oder von seinem engsten Freundeskreis? Oder? Ja. Also ich habe das am Anfang erstmal eben für mich gemacht. Natürlich hat das damals noch mein Freund eben mitbekommen, weil wir haben zusammen gewohnt, da ist es schwierig, das selber für sich allein zu machen. Der war da aber auch von Anfang an komplett locker damit. Und dann war es irgendwann so, okay, meinen Eltern müsste ich das eigentlich ja auch schon mal sagen, weil ich habe einen öffentlichen Facebook- und Instagram-Account. Wäre ein bisschen komisch, wenn die das dann darüber eher zufällig mal mitbekommen. Mhm. So, die könntest du kennen, weil durch so einen Vorschlag, ja, fände ich ein bisschen blöd. Deswegen war es dann schon, dass man das erzählt und ja, wusste ich anfangs eben nicht, wie reagieren sie dann drauf und ja, ist ja schon eben Frauenklamotten anziehen. Es war so ein zweites Outing wirklich. Mhm. Und war aber überhaupt nicht so. Also so wie bei meinem ersten Outing war volles Verständnis dafür da und mehr Interesse als Verwunderung und sonst irgendwelchen negativen Gefühle dahinter. Ja. Dann halt auch noch Frauenklamotten. Ja, es ist... Macht total Spaß, mit dir zu sprechen. Es ist wunderschön, dir zuzuhören. Aber ich glaube, wir sind durch mit unseren Fragen. Genau. Wir haben es für diesmal wieder geschafft. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war ein super spannendes, interessantes Gespräch. Wir hoffen, wahnsinnig Spaß gemacht. Auch. Wir hoffen, uns bald wiederzusehen, sei es beim Drink and Drag oder beim CSD. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht hört ihr auch in unseren Audio-Podcast noch mit rein, falls ihr den noch nicht kennt. Danke nochmal an Sub, dass wir hier sein dürfen und diese wunderschöne Anlage und Räume nutzen dürfen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.